Ja, mein Name ist Dieter Appenzeller. Wir sind im Betrieb Wasserpflanzen Appenzeller. Gegründet haben wir den Betrieb 1995. Wir haben ursprünglich einen kleinen Bauernhof gehabt. Der hat aber dann nur mit 6 Hektar Land eine Fläche, die viel zu klein ist, um als Landwirt zu leben. Und dementsprechend war da auch keine Nachfolge drin. Und mit Wasserpflanzen haben wir jetzt eine Größe, wo ich sage, da kann ich mit 6 Hektar schon super arbeiten. Das ist gar kein Problem. Aktuell haben wir 3000 Quadratmeter Gewächshausfläche und dazu noch mal so 2.000 bis 3.000 Quadratmeter Freilandfläche. Ich bin schon mit 6 Jahren angefangen in der Aquaristik, habe meinen ersten Teich mit 12 gekriegt. Im Endeffekt tatsächlich habe ich ein Loch gegraben und da wir ja hier Gräben in der Nachbarschaft haben, haben wir dann die ersten Pflänzchen aus den Gräben geholt, die ersten Stichlinge geangelt, gekeschert. Das hat mich schon immer fasziniert, also ich bin Gärtner aus Leidenschaft. Und habe dann auch mit 19 in der Wasserpflanzengärtnerei richtig von der Pike auf gelernt, wie geht das, wie macht man das, was tut man. Und 1995 haben wir dann angefangen, selber zu produzieren. An dem Betrieb reizt mich natürlich die Vielfalt der Produkte, dass wir keine monotonen Arbeiten haben, dass wir jeden Tag mehrere verschiedene Aufgaben haben, vom Topfen, Rücken, Stecken. Es bleibt an jedem Tag, ich sag mal, einfach eine spannende Herausforderung. Ne? Im Gartenbau, das Arbeiten macht natürlich Spaß, weil man an der Natur, mit der Natur arbeiten kann, auch für die Natur was machen kann und man sich jeden Tag neu begeistern kann. Ich kann auch jeden Tag sehen, was habe ich gestern gemacht, ist es heute gewachsen, wird es größer, ja, was wird aus meinem Produkt, das kann man natürlich prima feststellen, gerade im Gartenbau, weil das ist einfach kein totes Material, das ist ein lebendes Material und ich kann jeden Tag feststellen, es wächst oder es wächst halt eben nicht. Also wenn wir morgens aufstehen, da freue ich mich schon, in Betrieb zu gehen. Und zu gucken, wie das funktioniert, wie das läuft auch mit den Mitarbeitern dementsprechend. Aktuell beschäftigen wir 4 feste Mitarbeiter und 4 bis 6 Aushilfen. Die Mitarbeiter, die wir hier haben, die arbeiten schon gerne hier. Wir gucken natürlich auch danach, dass wir für die Mitarbeiter alles möglich machen, was möglich ist. Teich heißt ja jetzt nicht immer groß, Teich gibt es natürlich auch in klein. Unsere Pflanzen kann man teilweise auch im Haus einsetzen, das ist auch kein Problem. Ja, man braucht auch keine Angst haben, weil gießen kann man da ohne Ende. Man braucht nicht trocken stehen, das sind Wasserpflanzen, die vertragen Feuchtigkeit ohne Ende. Man kann den Topf voll machen, man kann anschließend auch eine Woche in Urlaub fahren, bis das Wasser wieder weg ist. Dauert seine Zeit, die sind da extrem pflegeleicht. Hauptsache ein bisschen Licht und ein bisschen Wasser und schon sind die Wasserpflanzen auch zufrieden. Wasserpflanzen haben auch recht wenig Ansprüche, was Temperatur angeht. Auch Klima, auch Luftführung, also die haben auch kein Problem mit heizungsdrückender Luft oder so. Die brauchen halt nur Licht und Wasser. Die meisten Wasserpflanzen sind natürlich auch bienenfreundlich, was heute ja auch modern ist. Und alle Insekten brauchen auch Wasser. Ne? Also wir sehen auch jeden Tag an jedem Becken, an jeder Pflanze, überall die Insekten sitzen. Ob das Schmetterlinge sind und Raupen, ganz egal. Alles ist halt eben auch an der Wasserpflanze zu finden. Na klar, sagt Land Lust mir was. Meine Frau hat die Zeitung regelmäßig da liegen. Ab und zu blätter ich natürlich auch schon mal durch die Landlust durch und schaue mir das ein oder andere an, hole mir mal eine Anregung, gerade wenn es Farbtrends oder Größentrends angeht. Wir sind natürlich total begeistert, dass wir bei der Landlust-Kollektion mitmachen können, weil damit können wir unser Sortiment, unsere Sachen, unsere Arbeit auch dem Endverbraucher näher bringen, zeigen, dass eben der Teich nicht nur Teich ist, dass da vielfältige Sachen drin sind und dass man dementsprechend ganz andere Sachen auch mitmachen kann. Ich bin Dieter Appenzeller, ich stehe hier gerade in meinem Gewächshaus und ich bin froh, mit meinen Pflanzen Teil der Landlust-Kollektion zu sein.